Alles muss raus, erzählt die fiktive Geschichte von Max Faber. Einer Figur, die durch deutsche Unternehmerpersönlichkeiten inspiriert ist. Auch von Anton Schlecker. Der Patriarch formte aus einem Familienunternehmen ein milliardenschweres Drogeriemarktimperium und verlor es wieder. Jeder Schlecker-Filiale war porträtbild von ihnen gehangen. Diese Filialen waren wie eigene Kinder. Erfolgreich am Markt. Sein Ruf als Arbeitgeber miserabel. Wir waren für unseren Arbeitgeber notwendiges Übel. Schleckers Machtzentrale in der schwäbischen Provinz. Ausdruck seines unternehmerischen Selbstbewusstseins. Der Mensch bleibt unsichtbar. Seit Jahrzehnten scheuen der Patriarch und seine Frau die Öffentlichkeit. Privat, umgänglich, sympathisch. Wir haben auch Ska zusammen gespielt. Er ist immer bescheiden gewesen. Er hat sich sein Haus geleistet und hat sich sein Auto geleistet. Mehr hat er sich nicht geleistet. Aber auch sich selbst gegenüber und anderen gegenüber gewisse Rücksichtslosigkeit. Dem Erfolg schon vieles opfernd. Sein Erfolgsrezept: Expansion. Deutschland wird Schleckerland. In Spitzenzeiten eröffnet er täglich neue Filialen. Doch der Drogeriekönig ignoriert die Zeichen der Zeit. Der Fall Schlecker, die spektakulärste Pleite Deutschlands. Als Unternehmer, antiquiert und später überhaupt nicht mehr innovativ, also war er zum unternehmerischen Sterben verurteilt. Alles Gute zum 70. Im Spielfilm feiert der Patriarch Max Faber mit Gästen ein rauschendes Fest im Garten seiner Villa. Max Faber ist auch inspiriert durch den Drogeriemarktkönig Anton Schlecker. Das Buffet ist eröffnet. Von rauschenden Festen im Hause Schlecker ist nichts bekannt. Und trotzdem. Hier in Ehingen kennen viele noch den jungen Anton, der als Sohn wohlhabender Eltern aufwuchs. Sie nannten ihn Toni. Klarinettist Roland Ernst erinnert sich. Ja, den Anton, er war ein Jahr älter wie ich. Ich kannte ihn als Schuljunge. Man wusste, ah, das ist der Junge von Schleckers. Aber der Anton war eigentlich zurückhaltend. Der hat nie so das herausgekehrt, wo er herkam. Aber im Grunde genommen habe ich den Anton beim Fußballspielen erlebt. Und er war der beste Fußballer eigentlich, den ich so als Junge erlebt habe. Und jetzt wollte natürlich jeder beim Anton sein, weil beim Anton dabei zu sein heißt, man war bei den Gewinnern. Wirt Ingo Hausmann hat in dem Fleischereibetrieb von Schlecker Senior seine Lehre gemacht und hat die Anfänge der Karriere vom jungen Anton Schlecker miterlebt. Der Juniorchef musste genauso morgens um 7 da sein und er ging genauso wie der Senior oft als Letzter aus dem Betrieb. Man hat sie halt nur arbeiten sehen. Keine Weltmetropole, sondern eine schwäbische Provinzstadt wird zum Ausgangspunkt einer einmaligen Karriere. Lothar Bayer war Redaktionsleiter beim Ehinger Tagblatt, der regionalen Tageszeitung. Schlecker war für ihn immer Chefsache. Wir sind jetzt hier in der Bahnhofstraße und hier hatte Schlecker seine erste Filiale. Das war anfangs eine Metzgerei, die von seiner Mutter geführt worden. Eine herzensgute Frau, gab den Kindern immer so ein Stückchen Wurst mit. Und später wurde das hier eine Drogeriemarktfiliale mit Rolltreppe, schon ganz modern damals, nach oben. Von hier aus ging es los, durch ganz Europa. Lothar Bayer führt uns zu den Orten, die noch heute die Geschichte der Familie Schlecker erzählen. Anton Schleckers Vater gilt als typischer Schwabe, der viel erreicht hat, aber sich selbst nichts gönnt. So, jetzt die Auffahrt hier, wo das Auto drin steht. Das war die Einfahrt zur Fleischfabrik, die inzwischen abgerissen worden ist. Und es war ein sehr großer Fleischbetrieb hier, auch mit Schlachthaus dran. Die Fleischfabrik bleibt lange Jahre die Zentrale des Schlecker-Konzerns.
wird erst später durch das neue Verwaltungsgebäude am Rande von Ehingen abgelöst. 1967 eröffnet der Vater auf diesem Gelände das erste Selbstbedienungswarenhaus der Region. Die zukunftsweisende Idee, Selbstbedienung zu günstigen Preisen, prägt den jungen Anton. Das war der erste Supermarkt damals im Umkreis von 100 Kilometern, kann man sagen. Da ging es zum Teil zu, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Da kam Banane-LKW mit 40 Tonnen Banane, der wurde gar nicht mehr ausgeladen am Freitag. Der stand auf dem Parkplatz, die Kasse davor, und dann wurde auf dem Parkplatz die Banane verkauft. Die waren dann in 5 Stunden ausverkauft. Das gibt es heute gar nicht mehr. Anton Schlecker erkennt das Potenzial und eröffnet weitere Kaufhäuser. Doch die SB-Warenhäuser sind nur der Anfang. Er wird den Markt für Drogerieartikel revolutionieren. Als 1974 das Kartellrecht reformiert wird, dürfen Hersteller dem Einzelhandel keine Verkaufspreise mehr vorschreiben. Dies gilt auch für Drogerieprodukte. Anton Schlecker Junior erkennt die Chancen eines riesigen Marktes, der durch kaufmännisches Geschick hohe Gewinne verspricht. Er eröffnet 1975 seine erste Drogeriefiliale in Kirchheim unter Teck. Nach nur 2 Jahren sind es schon mehr als 100 Drogeriemärkte in Deutschland. 1987 hat Schlecker bereits 2000 Filialen. Nach dem Fall der Mauer expandiert er im Osten Deutschlands. Und Schlecker wächst weiter. Bis zum Zenit von rund 11.000 Läden in der Republik. Deutschland ist Schleckerland. Es war beispielhaft, also im ganzen Einzelhandelsgeschehen, wie er Deutschland erobert hat. Er ist in meinem Ort, er ist in meiner Straße, er ist in meinem Stadtviertel. Das spiegelt sich ja auch bei den Produktkategorien wieder, die am meisten umgesetzt worden sind. Nämlich da gehörten auch definitiv Schnaps und Zigaretten zu. Und das ist das, was ich eigentlich am Kiosk an der Ecke hole. Nee, das war eigentlich kein Drogeriemarkt. Das war wirklich so Tante-Emma-Laden an der Ecke, der Nahversorger. Diese Nähe zum Kunden beschert Schlecker gigantische Umsätze. Auf Kosten der Mitarbeiter. Unbezahlte Überstunden und Lohndumping machen Schlagzeilen. Schleckers lassen ihre Angestellten bespitzeln, überwachen sie heimlich mit Kameras. Und das alles unter dem prüfenden Blick des allgegenwärtigen Ehepaars Schlecker. Und im Büro waren überall diese Porträts, von denen kennt. Also wenn wir Pause gehabt haben, hat man sie doch schon einmal beobachtet gefühlt von denen. Ich kann mich da erinnern an die Arbeitsanweisung aktives Verkaufen. Das war eine Arbeitsanweisung, was wir in unserer alltäglichen Arbeit alles zu erledigen haben. Es kam wirklich so, dass deswegen etliche Abmahnungen ausgesprochen worden ist, weil man beispielsweise einen Kunden nicht begrüßt hat. Man konnte ihn nicht begrüßen, weil man gerade im Kassiervorgang war oder Ware eingeräumt hat. Frau Gersbach, Sie müssen schneller werden. Das hat mich dann schon gewurmt. Und ich dachte eigentlich nicht, dass ich so langsam bin, aber offensichtlich schon. Wegen solcher Vorfälle ist Schlecker der Lieblingsfeind der Gewerkschaften. Wirtschaftswissenschaftler Thomas Röb nimmt den Drogeriegiganten in Schutz. Das Image Schleckers, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung der Mitarbeiter durch die Vorgesetzten, war eine Karikatur dessen, was die Realität war. Womit ich nicht sagen will, dass die Leute, die sich beschwert haben, dass sie gelogen hätten. Aber Schlecker hatte 11.000 Filialen, der hat dann vielleicht 50, 60, 70.000 Mitarbeiter gehabt. Wenn nur jeder Hundertste schlecht behandelt worden ist, da kommen sie schon auf eine Zahl. Ja. Aber es ist eben nicht repräsentativ für das gesamte Unternehmen. Ich bin auch überzeugt, dass das nicht in seinem Sinne war, wie mit den Leuten umgegangen worden ist. Das war eher der Geist, der von ihm ausgegangen ist. Das dann von oben nach unten gedrückt worden ist, weil Erfolge sind bei Schlecker immer gut honoriert worden. Fangen wir an bei Bezirksdirektoren und anderen, auf anderen Führungsebenen, wo von oben nach unten getreten worden ist. Arbeitsalltag bei Faber. Auch diese Szene aus dem Film Alles muss raus ist frei erfunden. Realität ist jedoch, dass Verkäuferinnen, die allein in Filialen arbeiten, einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Leute, ich habe schon geschlossen. Ich mache nur eine Ausnahme, wenn es ums Club. Was soll denn der Scheiß? Ich habe hier eine Überwachungskamera. Du hast ja noch nicht mal Telefon. Geld her! Geld her! Sabine Gersbach hat genau das am eigenen Leib erfahren. Und dann sagte er, okay, Kasse auf. Und dann hatte ich die Waffe am Hals. Sie leidet bis heute an den Folgen eines Überfalls. Ich war letztens mal in einem Laden,
an der Kasse und dann legt jemand seine Hand auf meine Schulter. Da kriegte ich auch einen fürchterlichen Schreck erstmal. Es war eine Freundin, die mich begrüßen wollte und die nicht dran gedacht hat. Ingelfingen in der Nähe von Heilbronn. In der fränkischen Ortschaft leben rund 5600 Menschen. Mitten im Wohngebiet der obligatorische Schleckermarkt. Hier arbeitete Sabine Gersbach, meist allein. Über die Mittagszeit kommen nur selten Kunden ins Geschäft. Die damals 60-Jährige wundert sich über einen jungen Mann. Dann kreuzen sich unsere Wege, als er zur Kasse ging mit einer Colaflasche. Ich scanne das und sage den Preis. Und er sagt, okay, Kasse auf. Ich habe ihn ganz dämlich angeguckt und registriere dann erst, dass er eine Waffe auf mich richtet, so in Bandhöhe. Und frag noch, was soll der Scheiß? Und dann hält er mir die Waffe an den Hals. Kasse auf. Ich habe fürchterlich gezittert, natürlich. Hab im Geist ein Stoßgebet zum Himmel geschickt, Jesus, steh mir bei. Und hab zu ihm gesagt, ich mach ja schon, tu das Ding weg. Und er hat die Waffe weggenommen und hat sie auch nicht mehr auf mich gerichtet. Irgendwann kriegte ich dann vor lauter Zittern auch tatsächlich die Kasse auf. Und ich habe es ihm dann gegeben. Und dann schickte er mich ins Büro und sagte, 5 Minuten keinen Mucks, sonst bist du tot. Und dann ist er gegangen. Der Täter wird wenig später gefasst. Er hatte gezielt noch weitere Schleckermärkte überfallen. Auch dort waren die Angestellten allein. Die Sicherheit der Mitarbeiter schien Anton Schlecker wenig zu interessieren. Seine Firmenzentrale aber war eine Festung, in der man auf Schritt und Tritt überwacht wurde. Jörg Elfmann soll für Schlecker eine Werbekampagne starten, erinnert sich. Dann geht man durch die Eingangstür und wird schon deutlich darauf hingewiesen, mit Hinweisschildern, hier wird Videokamera überwacht, sie werden gefilmt. Das geht draußen, drinnen, im Aufzug, überall. Und sie sehen überall die Kameras blinken. 1987 werden die Kinder Schleckers entführt. Nach Zahlung einer hohen Millionensumme kommen sie frei. Die Angst vor weiteren Überfällen aber ist groß. Schleckers schotten sich ab. Die Ehinger interessierte schon, was spielt sie jetzt hier hinter dieser Mauer alles ab. Mich hat sie nicht besonders interessiert. Und ich habe damals gedacht, na, also irgendwie muss man das ja mitbekommen. Und da bin ich mal drüber geflogen und habe schöne Fotos gemacht. Und die habe ich dann in der Südwestpresse veröffentlicht. Und dann wussten eigentlich alle, wo und wie der Herr Schlecker jetzt wohnt. Schlecker meidet die Öffentlichkeit. Mit seinen Freunden trifft er sich fast nur noch privat, baut extra eine Freizeitanlage neben seinem Verwaltungsgebäude. Nur durch den Zaun auf der Rückseite lässt sich ein Blick auf das Areal erhaschen. Was sich hier genau abgespielt hat, das weiß man heute nicht mehr so genau. Aber dahinter sind auf jeden Fall die Tennisplätze, die privaten von Anton Schlecker. Das war ja seine Art, dass er nicht so in die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hatte seinen intimen Freundschaftskreis, den Saunaclub, wie gesagt, der immer wieder mal genannt worden ist auch. Er war jetzt kein arroganter Mensch im persönlichen Umgang. Im Gegenteil, er hat mit denen auch eine sehr tiefe Freundschaft gepflegt und lebte nicht alleine so nur in seinem Geld, sondern war auch zumindest im privaten Bereich ein sehr, sehr sozialer Mensch. Das Regionallager Ehingen-Berg ist Ausdruck seiner wirtschaftlichen Potenz. 1999 ist Schleckers erfolgreichstes Jahr. Der Gewinn satte 300 Millionen Euro. Er ist jetzt größer als all seine Mitbewerber zusammen und wird für diese zur echten Gefahr. Und dann war das auch eine Konkurrenz. Auch eine Konkurrenz insofern, dass er Wettbewerbsvorteile hatte, weil er dann der Größte in Deutschland war. Und er kaufte dann auch viel billiger ein. Weil er ja so groß war wie alle Wettbewerber zusammen, konnte sich im Prinzip kein Lieferant seinen Wünschen entziehen. Und das hat Schlecker, beziehungsweise hat der Einkauf Schleckers ausgenutzt. Der einzige Lieferant, der sich zu dem Fall Schlecker äußern will, hat seinen Sitz in Mainz. Reinhard Schneider bricht das Schweigen in einer hart umkämpften Branche.
Schlecker war über sehr viele Jahre mit Abstand unser größter Kunde, den wir überhaupt hatten. Und die Verhandlungen waren, ich fürchte, man muss es mit dem Begriff unerbittlich beschreiben. Ja, oft ist es so, dass man ab einer gewissen Größe des Kunden sich fast nicht mehr traut, diesen Kunden komplett verlieren zu müssen. Und es ist so eine schon fast Verzweiflung, die einen dazu bringt, zu sagen, na ja, vielleicht halten wir es noch mal ein Jahr aus und vielleicht läuft es im nächsten Jahr besser. Aber bei uns hat das auch dann sehr stark dazu geführt, dass wir nach verschiedenen Eskalationen, die wir im Vorfeld schon hatten mit Schlecker, uns gezielt überlegt haben, wie wir uns aus dieser Abhängigkeit dann befreien können. Weil Reinhard Schneider sich nicht länger von Schlecker unter Druck setzen lassen will, steigt er aus dem System aus. Außerdem bezahlt Anton Schlecker erst Monate später, benutzt seine Lieferanten praktisch wie eine Bank. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten waren höher als das eigene Warenlager. Das heißt, die gesamte Warenwelt von Schlecker war refinanziert durch die Lieferanten. Da hat er lange Valuten bekommen, also Valuten sind Kredite praktisch des Lieferanten. Er hat sich finanziert durch Warenkredite. Über 20 Jahre funktioniert dieses Prinzip. Schlecker expandiert mit dem Verkaufserlös der bei den Lieferanten noch nicht bezahlten Ware. Auch Christa Schlecker spielt eine wichtige Rolle. Das Ehepaar bespricht sämtliche Entscheidungen, ist geschäftlich wie privat ein gutes Team. Christa war ja in einer geradezu symbiotischen Beziehung mit ihrem Mann. Die haben zusammengearbeitet und zusammen sich das Büro geteilt. Die mochten sich auch sehr gern. Ja. Die waren sich auch, beide waren sich genug. Er war der Fachmann für Zahlen, für die betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Und sie war eher die Person fürs Grobe. Man kann so einen Rollenspiel machen, Bad Guy und Good Guy. Ja. Also das wurde schon gemeinsam ausgedacht oder es wurde auch von Anton ausgedacht. Und dann kam schon mal der Satz, da musst dich du drum kümmern. Im Spielfilm Alles muss raus treten Fabers ebenfalls im Team auf, testen höchstpersönlich ihre Filialen. Haben Sie keine Wattestäbchen? Auch das Ehepaar Schlecker begibt sich regelmäßig, zumeist am Donnerstag, auf Inspektionsrunde durch die eigenen Läden. Testkunden? Sie sind zu spät. Schon wieder Testkunden, ja? Vielleicht wäre das ja mal ein Job für mich. Was bezahlt denn der alte Geiz halt? Frau Krause, das ist... Herr Faber, es tut mir leid. Auch Tanja Schwab wird unfreiwillig Zeugin eines Kontrollbesuches. Sie ist allein und im Gespräch mit einer Kundin, als das Ehepaar Schlecker den Laden betritt. Ich habe ihn schon reinkommen sehen in den Laden. Man hat es nicht verfehlen können. Er hat genauso ausgeschaut wie die Porträts, wo überall in jeder Schlecker-Filiale gehängt worden im Büro. Er hat auch unheimlich viel Kosmetik im Gesicht. Er hat haargenau so wie auf die Fotos ausgeschaut. Wie wenn die Zeit stehen geblieben wäre. Und dann ist losgegangen eigentlich. Der ist quer durch den Laden gelaufen und ist halt immer wütender gewesen und aufbrausender, was das eben soll. So quasi dieser Saustall hier. Es ist zu leer und wir sollen doch besser bestellen. Das kann es nicht sein. Das liegt garantiert nicht an uns. Wir bestellen ja, wir machen das jede Woche konsequent. Das muss an was anderem liegen. Und dann hat er gesagt, er kann das Geschmarre schon einmal hören. Ja, und dann hat er auch die Schachteln mir von den Regalen rausgezogen und am Boden geworfen. Und dann hat sie ihn an der Schulter mal gepackt und hat gesagt, beruhig dich doch mal wieder. Und er ist dann zwar noch mal in die Büroräume gegangen, was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Und dann ist er wieder weggefahren mit dem Jaguar. Anton Schlecker kam in diese Filiale, ohne dass der Vertrieb, der Außendienst davon Bescheid wusste. Weil normalerweise wurden ja die Filialen für diesen hohen Besuch vorbereitet. So damit Anton und Christa Schlecker nichts mitbekommen, wie die Realität tatsächlich abläuft. Realität ist auch, dass Rossmann und andere Konkurrenten von den Lieferschwierigkeiten bei Schlecker profitieren. Tanja Schwab hat die Pleite kommen sehen und sich rechtzeitig wegbeworben. Mich hat es halt sehr stutzig gemacht, dass gerade in den Wintermonaten, wo ja dann November, Dezember, dass halt 4-5 Wochen von den Dembos, egal von welcher Marke, keine Taschentücher mehr lieferbar waren. Ich hab dann schatzhalber gesagt, es hat doch die ganzen Firmen haben doch nicht zugemacht. Da stimmt doch was nicht. Tatsächlich macht Schlecker seit 2005 keinen Gewinn mehr. Die Gründe dafür liegen weit zurück, meint Konkurrent Rossmann.
Schlecker fing an, in den 90er Jahren Riesenfehler zu machen, weil er denn in Kleinstorten mit 3.000, 4.000 Einwohnern nicht einen Laden hatte, sondern plötzlich zwei Läden. Was ökonomisch also völliger Blödsinn ist, weil jeder Laden muss die Miete bezahlt werden, in jedem Laden muss die Mitarbeiter bezahlt werden, jeder Laden hat verursacht Kosten und also es war nicht mehr zu verstehen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo diese Nachfrage eigentlich nicht mehr groß genug war. Und da die Filialen insgesamt ja sehr umsatzschwach und ertragsschwach waren und das Unternehmen insgesamt eigentlich ein Ries auf tönenden Füßen war, ist es dann eben sehr schnell zusammengebrochen. Im siebten Stock der Zentrale fällt das Ehepaar Schlecker seine Entscheidungen seit Jahrzehnten allein. Erst im April 2010 suchen sie Hilfe bei einem Unternehmensberater. Der Anruf von Schlecker hat mich sehr verwundert, das muss ich schon sagen. Der hat ja eher das Image, dass er sehr öffentlichkeitsscheu ist, dass er nicht gerade beraterfreundlich ist, dass er fast schon verschlossen ist, ja, und die Dinge mit sich in seiner Familie ausmacht. Man könnte vielleicht sagen, dass er etwas beratungsresistent war, ja. Dazu muss man aber auch verstehen, dass er 30 Jahre lang sehr, sehr erfolgreich war, ein Milliardenvermögen bzw. ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat. Das heißt, er hat nie Berater benötigt. Der Münchner Unternehmensberater Norbert Wieselhuber ist spezialisiert auf Familienunternehmen. Er hat nicht nur die Schuld bei sich gesucht, sondern auch bei seinem Management, bei seiner Umgebung. So unter Motto, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, das und das müssten wir ändern, da müssen wir konsequenter sein. Und mein Management, meine Führungskräfte haben das nicht gemacht. Der hatte die Erkenntnis, er hatte die Sensibilität, diese Entwicklung festzustellen, aber hatte nicht mehr die Kraft zu handeln, es selbst zu tun, umzusetzen. Zur Kurskorrektur werden auch die Kinder Lars und Maike Schlecker mehr ins Unternehmen eingebunden. Sie sollen die Gesichter für den neuen, modernen Drogeriekonzern sein, sollen helfen, Schlecker zurück in die Erfolgsspur zu führen. Ob die Einbeziehung von Lars und Maike oder deren Bestellung in die Unternehmensspitze ein wirklicher Kniff oder Trick war, lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Aber er war natürlich zum Scheitern verurteilt, weil die beiden ja immer im Schatten ihrer Eltern gearbeitet hatten und jetzt ganz alleine das wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres in den Griff bekommen hätten. Auch nach außen will sich der Schlecker-Konzern jetzt weltoffener geben. Lars Schlecker gibt sein erstes und einziges Fernsehinterview. Seit 2010 haben wir einen Kulturwandel in unserem Unternehmen. Wir haben Tarifverträge eingeführt, die ihresgleichen suchen im deutschen Einzelhandel. Und auch sonst haben wir Führungsgrundsätze eingeführt, die wir extra auch mit der Verdi abgestimmt haben. Also da hat sich einiges schon getan. Wir haben alle Bereiche angepackt. Wir haben unrentable Läden geschlossen bzw. reanimiert. Wir haben die gesamte Logistikstruktur gestrafft. Wir haben den gesamten Ladenbau neu entwickelt. Das heißt, der neue Steckerladen hatte plötzlich breite Gänge, niedrige Regale, es gab Produktwegweiser. Das neue Konzept, sogenannte Schlecker XL-Filialen. Erdacht von Unternehmensberater Wieselhuber. Kundenfreundlichkeit steht ab jetzt im Vordergrund. Zum Neubeginn gehört eine professionelle Kampagne. Für Werbeprofi Jörg Elfmann eine Herausforderung. Das Image seines neuen Kunden ist katastrophal. Wir haben uns auch kein Blatt vor den Mund genommen. Wir haben auch gesagt, dass das Unternehmen einen grauenhaften Ruf genießt, dass die Kommunikation grottenschlecht ist. Also wir haben so offen am Tisch geredet, haben auch gesagt, dass dringend eine Änderung vonnöten ist. Allerdings bitte keine Änderung, wo man alles schönreden möchte und auch keine Änderung, indem man sich plötzlich als gut Mensch darstellt, weil das ist Schlecker nicht. Das wäre gelogen gewesen. Der neue Slogan For You, vor Ort. Mit der Mischung aus Deutsch und Englisch will man hip und modern wirken. Für uns war wichtig herauszustellen, die Nähe von Schlecker. Und diese Nähe auszudrücken in Form so einer gewissen burschikosen Herzlichkeit von so einem etwas mürrischen Nachbar, den man so kennt. So der am Fenster sitzt und auch schon mal den einen oder anderen Kommentar macht. Der hat seine Eigenarten, ist aber irgendwo im Herzen auch ein bisschen positiv und gut. So wollten wir das Unternehmen Schlecker in der Nachbarschaft darstellen. Und so entsprechend sollte auch die Kommunikation sein. Wie das ruppig, aber herzlich Konzept in der TV-Werbung aussah, zeigt dieser Spot.
Duschgel in 128 Metern. Schlecker, for you, vor Ort. Was Schlecker in den letzten Jahren gemacht hatte, so ein klassischer Fall von zu wenig, zu spät. Man hat dann erkannt, dass es mit diesen Läden so nicht weitergehen konnte, dass man größere Läden brauchte, hat die dann auch probeweise ans Netz gehen lassen. Aber das hat nicht funktioniert. Dass das Milliardenunternehmen tatsächlich vor dem Aussteht, will bis zuletzt niemand glauben. Das Expansionskonzept Schlecker hat sich selbst zerstört. Jeder Tag, an dem die Läden noch geöffnet sind, kostet das Unternehmen mehrere hunderttausend Euro. Wir sahen eigentlich das Unternehmen Jahre vorher schon in der Krise. Unsere Regale wurden immer leerer und gleichzeitig wurden immer mehr Filialen geschlossen. Personal hatten wir als Überhang teilweise und es war ganz klar, irgendwann wird das einen großen Knall geben. Der große Knall erfolgt am 30. Januar 2012. Maike Schlecker tritt vor die Öffentlichkeit, verkündet die Insolvenz des Schlecker-Konzerns. Es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können und die Restrukturierung hätte weitermachen können. Sonst würde ich hier nicht sitzen, sonst hätten wir die Insolvenz mit Sicherheit nie angemeldet. Im Spielfilm gelingt es der Tochter des Patriarchen, die Gläubiger noch einmal auf ihre Seite zu ziehen. Wollen Sie mit mir zusammen die Zukunft neu gestalten? Geben Sie Frau Faber das Mandat, einen Sanierungsplan zu erarbeiten. Ich bitte um Handzeichen. Auch in der Realität glaubt man, das Ruder noch mal rumreißen zu können. Die Suche nach einem Investor für das angeschlagene Unternehmen beginnt. Die Zeichen stehen ganz klar auf Sanierung. Es gibt niemanden, der irgendwie gegen eine Sanierung spricht. Also wir sind alle frohen Mutes und wir haben ja auch schon vor anderthalb Jahren angefangen, das neue Konzept auf den Weg zu bringen. Umso bitterer, dass uns jetzt die Puste ausging. Nachdem wir die Zahlen von Schlecker nicht kannten, sind wir schon davon ausgegangen, dass es einen Investor geben wird. Dann ist der Insolvenzverwalter an die Zahlen gekommen und dann war für uns klar, nur durch ein großes Wunder werden wir unsere Arbeitsplätze behalten. Und dazu kam es tatsächlich dann nicht. Es gibt einen Investor, doch der will eine Bürgschaft der Bundesländer, befürchtet zahlreiche Kündigungsschutzklagen. Ein unkalkulierbares Risiko. Fieberhaft wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz Ende März 2012 nach einer Lösung gesucht. Am Ende scheitert ein Kompromiss an der FDP. Es ist nicht Aufgabe des Staates, einzelne, gerade großen Unternehmen an dieser Stelle zu helfen. Das verzerrt den Wettbewerb. Das Ende von Schlecker ist bereits beschlossen, als die Mitarbeiter am 28. März in Berlin demonstrieren. Die Gläubiger wollen Schlecker abwickeln. Bitter für den damaligen Geschäftsführer. Die Gläubiger sind fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Abwicklung mehr Geld in die Kasse spült als der Verkauf an Investoren. Es gab Investoren. Ein Investor hat sogar dreimal nachgebessert. Er wäre bereit gewesen, einen dreistelligen Millionenbetrag für das Unternehmen Schlecker zu bezahlen. Dennoch hat der Gläubigerausschuss für die Abwicklung gestimmt und damit auch die Gewerkschaft. Im Sommer 2012 ist Schlecker Geschichte. 25.000 Menschen verlieren ihre Arbeit. Und Anton Schlecker sein Imperium. Er wird sich nie zum Untergang äußern. Die Frage steht immer im Raum, wäre Schlecker zu retten gewesen? Man hätte im Herbst 2010 mit der richtigen Finanzierungspartner, mit der richtigen Konsequenz, mit dem veränderten Management Schlecker, würde ich sagen, retten können. Mir tut Anton Schlecker sehr leid. Seine Lebensleistung wird meiner Meinung nach nicht angemessen gewürdigt. Es haben viele Leute vergessen, dass er eigentlich der Arbeitgeber war in Ehingen, wo die Stadt eigentlich wirklich ernährt hat. Persönlich bedauere ich ihn, aber auch seine ganze Familie, seine Kinder, seine Frau. Man sagt von ihm, er sei ein Schockstarre und das ist schlimm für einen Menschen.